Hallo, hier ist Christoph von TabTech.de und das ist das Video zum Acer Iconia Tab A700 Test, dem ersten Android-Tablet mit Full-HD-Screen. Ja, was kann das Gerät? Ich habe beim Unboxing eigentlich schon ein paar Anmerkungen gemacht, dass das Gerät dem A510 verblüffend ähnlich sieht. Und es ist nicht nur verblüffend ähnlich, sondern so wie es aussieht, hat Acer einfach das Acer Iconia Tab A510 hergenommen und dann Full-HD-Screen reingepackt. Und das war's. Vielleicht noch ein paar kleine Anpassungen bei der Software. Hier haben wir so eine neue Übersicht über die Schnelleinstellungen. Aber ansonsten eigentlich gleiches Gerät. Das heißt, ihr könnt eigentlich den Test vom A510 ansehen und dann noch einen schönen Screen reindenken und das war's. Aber nee, ich erzähle euch natürlich noch einiges, denn es gibt noch einige Sachen hier zu beachten, die aufgrund sich des Screens bzw. auch in Bezug auf die Performance ändern. Gehen wir trotzdem mal die Anschlüsse und die technischen Daten durch. Auf der Unterseite haben wir hier einen Micro-USB-Anschluss, der zusätzliche Pins hat, um das Gerät zu laden. Das heißt, das Gerät lädt nur mit dem eigenen mitgelieferten Ladegerät, nicht über Micro-USB. Ganz einfach, wir haben hier einen 9800 mAh Akku, das heißt ein großer Akku, der natürlich dann normalerweise einige Zeit braucht, um zu laden. Ansonsten auf der Oberseite haben wir hier den Screen Rotation Lock, beziehungsweise hier noch das Lauter-Leise, die Lauter-Leise-Tasten. Dann auf dieser Seite haben wir den On-Off-Button, Audio-Anschluss und auf der anderen Seite, hier auf der rechten Seite, dann noch der Micro-HDMI-Anschluss und gleich wie beim A510 unter dieser Abdeckung Micro-SD-Slot und normalerweise, falls ihr das A701 bestellt, hier der SIM-Karten-Slot. Auf der Rückseite befindet sich hier eine 5-Megapixel-Kamera und hier eine strukturierte Oberfläche, fühlt sich leicht gummiartig an, lässt sich ganz gut halten in den Händen, fühlt sich auch hochwertig an. Und hier dann noch auf der Unterseite zwei Lautsprecher, die sehr gute Soundqualität bieten. Auf der Vorderseite noch eine 2-Megapixel-Kamera und ja, dann hier das 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1200 und wie schon gesagt, hier eigentlich kein IPS-Display, sondern nur ein IPS-ähnliches Display. Das hat zum einen jetzt mal den Vorteil, es gibt kein Display-Bleeding und ja, das war es dann auch grundlegend schon. Das Display ist, wie auch schon ein User erkannt hat im anderen Video, relativ dunkel. Ich habe hier im Freien eigentlich sehr geringe Sicht auf das Display und da ist schon der erste Nachteil, eigentlich auch der größte. Denn wenn man jetzt bereits auf das Display hier sieht, wirkt das Ganze dunkel. Zudem habe ich hier auch bei meinem Testgerät Pixelfehler festgestellt. Das kann ich euch hier kurz mal zeigen in der Galerie. Wenn wir jetzt hier schauen, auf einem schwarzen Bild haben wir hier runter Pixelfehler. Leider solltet ihr vielleicht bei eurem Gerät auch schauen, ob es hier ein paar Probleme gibt. Ansonsten sind die Betrachtungswinkel relativ hoch, aber nach wie vor eben das Problem mit der Helligkeit, auch wenn ich das jetzt auf 100% eingestellt habe, es wird leider nicht mehr heller und im Vergleich zum Apple iPad 3 bzw. auch zum Beispiel Asus Transformer-Pad TF300, hier gibt es auch dann noch zwei Vergleichsvideos, wirkt das Display einfach generell dunkel und ja, das ist eigentlich schade, denn Acer hätte hier wirklich ein sehr, sehr gutes Tablet zu einem guten Preis verkauft, aber hier leider ein großer Nachteil, den man, sage ich mal, vor allem bemerkt, wenn man das Gerät im Freien benutzt. Sofern man das Gerät nur im Innenbereich benutzt, fällt das vielleicht nicht ganz einem so auf. Was auch hier noch ein bisschen zu bemängeln ist, ist die Performance. Ist jetzt kein riesengroßer Mangel, aber man merkt hier den Unterschied zum A510 zum Beispiel. Es läuft nicht ganz so flüssig. Ganz klar, der hochauflösende Bildschirm braucht natürlich einiges an Performance. Und da hier bei beiden Geräten ein Tegra 3 Quad-Core Prozessor mit 1,3 GHz verbaut ist, zeigt sich natürlich dann auch ein Unterschied. Sieht man auch in verschiedenen Benchmark-Ergebnissen. Hier bekommt das A700 bei weitem nicht so viele Punkte wie zum Beispiel das A510. Aber
Dafür haben wir hier den Full-HD-Screen, wo unter anderem auch das Lesen jetzt zum Beispiel oder das Surfen im Web ein bisschen mehr Spaß macht. Ich habe zum Beispiel, gehen wir einfach auf taptech.de. So, laden die Seite. Hier sind die Buchstaben, einfach der ganze Text wirkt einfach klarer und wie beim Apple iPad macht das Ganze dann auch einfach ein bisschen mehr Spaß. Auch bei Spielen oder sonstigem sieht einfach alles ein bisschen besser aus und das hier jetzt momentan auch trotz des dunklen Screens im Freien, wie gesagt, ein bisschen ein Nachteil, aber okay. Ja, wie ihr seht hier, hin und wieder gibt es da ein bisschen ein Rucken. Braucht dann auch hin und wieder mal eine Gedankensekunde. Und hier auch beim Öffnen der Ring UI. Das läuft alles nicht ganz so flink wie beim A510. Auch beim Wechseln zwischen den Applikationen. Gehen wir in die Galerie. Das braucht einfach mal ein bisschen eine Gedankensekunde. Aber ich denke, Acer kann hier vielleicht noch ein bisschen nachbessern bei der Software. Und hier noch einen Fix bringen, der das Ganze verbessert und nochmal schneller macht. Von der Oberfläche her Android Ice Cream Sandwich mit der Ring UI. Das macht zum Beispiel diese Ringoberfläche, wo wir hier die verschiedenen Bookmarks haben. Auch hier nicht ganz so flüssig wie am A510. Ich habe hier verschiedene Screenshots bzw. Applikationen, Shortcuts, die man nach Belieben einstellen kann oder auch das Volumen. Und ähnliches hier beim Unlock-Screen. Ich kann hier zum Beispiel direkt entsperren oder auf die Kamera gehen, Google-Suche, Galerie oder den Browser, je nachdem, was ich möchte. Ansonsten hier im Gegensatz zum normalen Android Ice Cream Sandwich keine großen Änderungen, außer wie schon gesagt hier die Schnelleinstellungen, die hier in so einer schönen Oberfläche integriert wurden. Weiteres möchten wir jetzt mal ein Spiel starten, und zwar ein Ticker 3 angepasstes Game, und dann könnt ihr euch selbst ansehen, wie es jetzt auf diesem Tablet läuft. Noch dazu sollte man sagen, man muss erst abwarten, wie die anderen Tablets mit Full HD Screen abschneiden, also anderen Android Tablets. Aber vom Display her dürfte zum Beispiel das Asus Transformer-Pad TF700T, was von der Ausstattung her ähnlich ist, besser abschneiden, denn das hat ja ein IPS oder ich glaube sogar ein Super-IPS-Display, das dann von der Helligkeit her schon einen Unterschied macht. Allerdings könnte das dann auch vom Preis her ein bisschen teurer sein. Inzwischen wird das Gerät auch hier schon wieder ein bisschen warm, gleich wie das A510. Das heißt auch hier das gleiche Problem, wurde nicht gefixt. Dafür sieht hier das Spiel schon relativ gut aus. Und das Glas, wie ihr auch schön sehen könnt, spiegeln kein Gorilla-Glas. Und bis hier läuft dann auch eigentlich alles flüssig und auch während dem Spiel bei dem Shadowgun gibt es eigentlich keine Ruckler. Hin und wieder mal sieht eigentlich ganz gut aus. Gehen wir raus und starten Dark Meadow, ein anderes TK3 angepasstes Game, bei dem man dann jetzt hin und wieder ein Ruckeln bemerkt und man merkt einfach, wenn man es auf einem anderen Tablet schon mal gespielt hat, dass hier das Ganze nicht ganz so flüssig läuft, sondern eher ein bisschen zäher. Aber wie gesagt, hoffentlich passt hier Acer nochmal etwas an. Und weiter geht's. Wie ihr bereits bemerkt habt, die Soundqualität sehr gut hier auf dem A700.
Und vor allem auch an der richtigen Position. Wenn ich jetzt hier auf der Seite hätte, würde ich es ja bereits verdecken. Und hier ist schon die Vorschau. Qualität sehr gut. Aber auch generell wieder dunkel. Und hier merkt man dann einfach den Unterschied zu anderen Tablets, die einfach ein bisschen helleres Display bieten und vor allem das hier bei 100% Helligkeit. Und hier, die Seite wird immer wärmer. Ansonsten der Touchscreen reagiert gut und wie ihr hier sehen könnt, ist eigentlich der Screen fast schwarz, obwohl hier bei anderen Tablets sieht man noch mehr von den Wänden, aber hier leider fast nichts zu erkennen und das könnte dann den einen oder anderen schon stören, ne? Aber dafür Touchscreen reagiert auch sehr gut. Hier auch beim Spiel, von den Details her, sieht hier am Full-HD-Screen eigentlich alles gut aus, sofern es hier jetzt eine helle Stelle ist. Ja, macht auch dann Spaß, hier ein bisschen mehr zu spielen. Vor allem auch bei anderen Games, die jetzt vielleicht nicht ganz so dunkel sind. Von der Performance, wie gesagt, nicht ganz so gut. Schauen wir uns vielleicht noch ein bisschen die vorinstallierte Software an. Zum Beispiel 7 Digital, dann Acerprint, hier Actrix Movies, dann Amazon Kindle Fire, Aubeo ist so ein Streamingdienst, der Browser, Camcorder, Dateien, erstmals ein eigener Dateimanager hier vorinstalliert, der ganz praktisch ist zum Kopieren und Verwalten einfach von Daten. Vor allem hier ist auch ein Micro-USB auf USB-Adapter mitgeliefert, sodass ihr Daten von eurer externen Festplatte direkt aufs Gerät kopieren könnt oder betrachten könnt. Equiview, Eurosport, dann Foto ist ein eigener Fotobetrachter hier von Acer. Weiteres die Galerie natürlich, Solitär, dann haben wir noch Monopoly, einen eigenen Music Player, den möchten wir auch gleich mal starten und nochmal die Soundqualität betrachten oder anhören. Also hier gute Soundqualität am A510, also am A700, ja, schon verwechselt. Hier Polaris Office, bekannte Office-App zum schnellen Erstellen von Dateien bzw. Bearbeiten von Microsoft, Excel oder PowerPoint-Dateien mit einigen Optionen. Mit vorinstalliert auch Realracing 2, dann ein Sprachrekorder, die Tegra Zone, wo ihr Tegra 3 angepasste Games herunterladen könnt und auch noch ein eigener Videoplayer, den wir kurz starten möchten und dann auch ein Full-HD-Video betrachten möchten, das auch ruckelfrei wiedergegeben werden kann. Aber hier die Applikation braucht wieder etwas länger, geht mit der normalen Galerie schneller. Vielleicht nehmen wir diese, jetzt wäre es hier gewesen, schauen wir. So, Big Bunny, Full HD AVI. Das ganze Full HD sieht natürlich auch sehr gut hier auf dem Screen aus. Okay. Dann gehen wir noch auf den Browser und zum Schluss dann noch ein paar Worte zur Akkulaufzeit. Hier zuerst mal die Browser-Performance, wurde ja oft bemängelt, dass hier das Arbeiten am A510 wirklich am A700 langsam geht aufgrund des Screens. Allerdings haben wir das jetzt im Test nicht unbedingt bemerkt. Lädt eigentlich wie beinahe fast jedes andere Tablet, nur dass der Text hier viel klarer erscheint. Aber ihr werdet das dann im Vergleich zum iPad sehen zum Beispiel, dass der Screen hier, das Weiß, einfach generell alles ein bisschen dunkler ist, als wie am
iPad oder halt hier jetzt auf dem A700. Ihr seht hier, Scrollen funktioniert ganz normal. Und dann schauen wir uns am besten auch ein HD-Video an auf Flash-Basis. Gehen wir kurz zu diesem Unboxing vom Achos-Tablet. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Porträtmodus. Leider haben wir hier nicht so eine gute Internetverbindung, das heißt, könnte ein bisschen dauern beim Laden. Machen wir das am besten gleich auf Fullscreen. Von taptech.de und das ist mal ein Unboxing vom Achos 80 G9 und wir machen dann auch einen Kurztest, sofern das Tablet aufgeladen ist. Das ist ja die neue Variante mit 1 GB Arbeitsspeicher mit... Seht hier, läuft ruckelfrei, allerdings hier jetzt dann leider die Internetgeschwindigkeit nicht ganz so gut von meinem Wi-Fi hier zu Hause, da gibt es ein paar Probleme. Aber ihr seht hier, Browsen eigentlich kein Problem, hier auch das Scrollen läuft auch relativ flüssig. Außerdem, wie gesagt, ich denke, hier wird Acer generell noch ein bisschen nachbessern und versuchen, hier diese Lags auszubessern, vielleicht den Prozessor etwas höher takten oder sonstiges. Okay, dann noch zur Akkulaufzeit, nicht ganz so hoch wie beim A510, wo wir eigentlich Spitzenwerte erreicht haben. Der Full HD Screen zieht natürlich auch einiges vom Akku. Wir haben hier bei voller Helligkeit, die man zumeist brauchen wird, und durchgehender Videowiedergabe bei eingeschaltetem Wireless LAN circa eine Akkulaufzeit von 6 Stunden erreicht. Kann natürlich variieren, je nachdem wie hoch jetzt die Helligkeit eingestellt ist bzw. welche Anwendungen laufen. Sollte man das Gerät kaufen, ja oder nein? Für 479 Euro grundlegend eigentlich ein guter Preis, wenn man bedenkt, hier bekommt man auch 32 GB Speicher. Das Gerät ist eigentlich so mit 100 Euro günstiger wie das Apple iPad. Ich persönlich würde empfehlen, die das Gerät auch im Freien benutzen möchten, vielleicht auf das Asus TransformerPad TF700T zu warten, das einen wahrscheinlich besseren Screen hat oder mit IPS. Fast ganz sicher einen besseren Screen hat, etwas dünner und leichter ist, denn das Gerät ist auch relativ schwer, wenn man es längere Zeit in einer Hand hält. Und zudem gibt es beim TF700T noch die Möglichkeit, eine Docking Station, also eine Tastaturdock dazu zu kaufen. Ja, wie die Performance dann ist, werden wir erst im Test sehen, aber das war's jetzt erstmal. Ich sage danke fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, abonniert meinen YouTube-Kanal und schaut auf unsere Seite taptech.de.